Wo ist mein Auto jetzt, Stani? Max, das ist dein Auto hier. Wo ist mein Auto? Retouren. Ja, das... Stani hat das gemacht. Er hat mir Bobbycar aus meinem Benz gemacht. Ich eröffne eine Fake-Garage in GTA 5. Ich lade Leute in meine Werkstatt ein, dass ich kostenloses Tuning anbiete, aber lasse deren teures Auto für mehrere Millionen GTA-Dollar verschwinden. Und sie kriegen von mir ein Schrottauto wieder. Und ihr glaubt niemals, was passiert ist. Max ist komplett durchgedreht. Ich habe mir eine geheime Werkstatt in GTA 5 geholt, und zwar eine illegale Tuning-Werkstatt. Die hat mich ja insgesamt 10 Millionen Dollar gekostet, und da fahren wir jetzt hin, und ich werde heute nämlich eine Fake-Werkstatt-Prank an meine Freunde machen. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal in die Werkstatt rein, und ich sag euch, Amir, Russik, iCrimex, die werden so ausrasten, wenn die mitbekommen, was ich mit denen machen werde. Aber wie das alles funktioniert, werde ich euch jetzt erstmal zeigen. Ihr seht erstmal, diese Garage ist hier komplett im Untergrund. Nämlich, das war ja damals meine illegale Tuning-Garage gewesen, aber mittlerweile hat sie keine Funktion mehr. Die hat insgesamt 10 Millionen Dollar gekostet, aber ich sag euch, das hat sich zu 100% gelohnt. Nämlich, ich zeige euch jetzt erstmal, was wir genau machen werden. Und zwar, ich werde jetzt sagen zu meinen YouTuber-Kollegen, ey, kommt alle zu meiner Garage, ich werde euch kostenloses Tuning anbieten. Dann werden sie kommen mit ihren super krass teuren Sportwagen, weil ihr wisst, YouTuber sind alle reich hier in GTA 5 und die haben die heftigsten Autos überhaupt. So, dann fahren die hier in meine Garage rein und denken, die kriegen jetzt das heftigste Tuning überhaupt. Dann nehme ich das Auto, zack, so wie hier, steig ein, und dann zeige ich euch mal einen kleinen Trick, Freunde. Dann fahre ich hier nämlich in diese, guck mal hier, man kann hier ganz normal reinfahren und nichts passiert, ne? Also nichts passiert, alles normal. So, dann fahren wir mal in das nächste rein. So, hier passiert auch nichts. Und ich sag euch, wenn die YouTuber mitbekommen, dass die irgendwelche anderen Autos bekommen, die werden ausrasten, glaube ich. Und jetzt passt mal auf, das ist nämlich die letzte Box. Passt auf, was hier passiert, das ist zu heftig. Also lasst auf jeden Fall schon mal ein Like und ein Abo da. Zack. Leute, hier öffnet sich nämlich ein Geheimgang, und der ist für Leute, die sich nicht auskennen, sehr, sehr schwierig zu finden. Und hier werde ich dann reinfahren, werde das Auto von den YouTubern hinstellen und werde denen irgendein anderes Schrottauto zurückgeben. So ein GTA-normales Auto. Also ich werde die komplett pranken. Aber dafür müssen wir das jetzt erstmal hier alles ein bisschen realistischer aussehen lassen. Weil ich muss leider sagen, von außen sieht jetzt diese Garage nicht so krass aus, weil die sollte ja auch eigentlich geheim sein. Aber jetzt muss es offiziell sein, und ich mache jetzt da ein großes Schild dran. Stani Performance Tuning. Und dann sieht es schon mal sehr, sehr real aus. Ich habe jetzt hier aufs Garagentor einfach so ein Stani-Performance-Bild reingemacht. Ja, es sieht jetzt ein bisschen... Ja, es sieht eigentlich ganz cool aus, finde ich. Also, es sieht jetzt auf jeden Fall aus ein bisschen mehr wie eine Tuning-Werkstatt. Also, da kann man jetzt eher weniger meckern. Ich denke mal, die Leute werden jetzt schon sehen, was hier abgeht. Das ist ein altes Thumbnail von mir. Da steht Stani Performance, ein krasses, krasser Sportwagen drauf. Also, es sollte schon klappen. Oh mein Gott, Leute, was ist das denn hier, Junge? Hallo, kann ich Ihnen helfen oder was? Ist das hier eine Tuning-Werkstatt? Oh Leute, ich wollte eigentlich gar nicht so eine... Leute, der alte Mann wird angegriffen. Lassen Sie den alten Mann in Ruhe, Junge! Was geht denn bei Ihnen ab, Junge? Kriegst links, rechts eine Backpfeife erstmal hier von Stadi. Leute. Wir haben keine Anstand mehr, die Jugend heutzutage. Tut mir leid, ich bin ein bisschen verwirrt. Die haben nichts. Die Jugend hat nichts mehr auf Kasten, sage ich ganz ehrlich. Ja, ich habe hier eine Tuning-Werkstatt. Aber Leute, ich will doch nicht diesen alten Mann abziehen. Aber egal, wir könnten das eventuell bei ihm testen, ob das überhaupt funktioniert, unseren Trick, den wir heute machen wollen. Wenn Sie wollen, könnte ich Ihr Auto heute kostenlos... Ich will Tuning machen. Ja, super, dann steige ich mal ins Auto ein, steigen Sie direkt nein, als... Nein, stopp. Nein, nur ich darf mein Auto fahren. Ach so, ja, aber ich muss das Auto halt richtig reinfahren, ne? Ja, so. Ja, kommen Sie mit, ich fahre da ja, rein. Ja, okay, fahren Sie erstmal rein. Wissen Sie, was das für ein Automobil ist? Ja, das ist ein sehr, sehr wertvoller Mercedes, Leute. Das ist ein 300er SL, der hat von meinem Vater den Krieg überlebt, schon immer in Familienbesitz. Ich liebe das Auto über alles. Oh mein Gott, Leute, oh mein Gott, ich kann den doch Typen jetzt nicht pranken. Ich sag euch ehrlich, ich gebe auf jeden Fall später dem alten Mann das Auto wieder. Aber egal, wir müssen es jetzt einfach probieren, ob das funktioniert. Ja, ein bisschen dichter ranfahren. Das dauert hier mal ein bisschen, bis es aufgeht. Was haben Sie sich denn? Wollen Sie überhaupt diese Oldtimer hier wirklich tunen? Ja, also ich will da nicht so wie diese jungen Raudis so ein ATU-Tuning, ne? Ich will hier was Vernünftiges, ein bisschen Leistung, ne?
fahren Sie mal das Auto, genau, fahren Sie mal das Auto hierher. Sie wollen ein bisschen Leistung. Wollen Sie scheinen mir ja ein anständiger junger Herr zu sein. Nein. Sie dürfen den fahren, den Wagen. Leute, er sagt, ich bin anständig. Wenn der wüsste, was wir gleich mit dem machen, der wird komplett durchdrehen, glaube ich. So, ja, ich würde das Auto jetzt einmal natürlich komplett auftunen. So, das dauert jetzt auch alles ein bisschen. Sie können sich gerne hier vorne einfach hinstellen, ne? Ja, der Herr? So einfach hier hinstellen. Kann ich mich aufsetzen? Ja, ja, Sie können sich auch auf die Bank setzen, alles gut. So, ich werde jetzt erstmal Leistung ein bisschen hier tunen, Leute. Ich werde natürlich gar nichts tunen bei dem Auto. Wollen Sie vielleicht auch eine andere Lackierungsfarbe? Ich würde Ihnen bei so einem Oldtimer Blau empfehlen, das würde richtig gut rüberkommen. Was für ein Blau? Ja, so ein iCrimex, das ist ein sehr bekannter YouTuber, iCrimex Blau. Okay, welche Farbe? Das Internetzeug da, nee. Welche Farbe wollen Sie denn haben, der junge Herr? Ich hätte gern ein Schwarz. Okay, sehr gut. Weil dann muss ich erstmal hinten in die Lackierkammer fahren. Okay, Leute, okay. Wir werden jetzt das Auto verschwinden lassen. So, zack. Ich werde jetzt hier reinfahren. Oh mein Gott, guck mal, wir haben hier sogar noch einen Geheimgang. Und jetzt werde ich irgendein Schrottauto den geben und mal gucken, was er dazu sagen würde. Und zwar, Leute, wir geben ihm jetzt einfach die Billig-Variante. Guckt euch das an, das ist einfach... Oh Gott, das fehlt. Vielleicht kriegt er das nicht mal mit. Ich mache jetzt das Auto noch schwarz. Und er kriegt jetzt einfach die GTA-Variante von dem SL300. Guck mal, das Auto hinter uns ist wert paar Millionen. Das Auto, was wir hier haben, ist nicht mal $10.000 in GTA wert. So, wie wäre jetzt das Auto schnell umlackieren? Zack. Wartet ab. So, das Auto ist jetzt schwarz. Jetzt fahre ich noch kurz mal vor. Dann werde ich hinten diese Tür verriegeln. So, guckt, Leute, jetzt kann da keiner mehr reingehen. Und jetzt ist das so safe hier. Das ist zu heftig. Okay. Ja, der Herr, hier ist Ihr neues Superauto. Was haben Sie getan? Ja. Was haben Sie getan? Ich hab's ein bisschen, ja, es ist doch, sieht doch ganz gut aus, das Auto. Junger Herr. Ja? Sie wollen mich wohl hinters Licht führen, hä? Das ist ja unfassbar, wie schön Sie den lackiert haben. Warte, der Typ checkt das nicht mal. Ja, das... Oh, schöne Lackierung. Wissen Sie, damals haben wir das auch immer auf dem Hof gemacht. Ja, in unseren Mopeds. Schön, gefällt Ihnen das, ja? Ja, ist schön. Na, dann wünsche ich dir doch einen schönen Tag, ne? Guten Tag, der Herr. Junge, der Typ checkt das nicht mehr. Der Typ hat das nicht mehr gecheckt. Wir haben jetzt gerade ein Auto für $5 Millionen und der fährt mit einem Auto für $10.000 weg. Okay, ich denke mal, unser Trick sollte klappen. Und ich werde jetzt mal die YouTuber anrufen und werde mal gucken, was die dazu sagen. Ob die Bock haben auf ein kostenloses Tuning bei Stani Performance. So, zuerst würde ich mal sagen, holen wir mal den guten alten iCrimex ran hier. Max, hallo? Yo, Stani, was geht? Max, ich habe eine kostenlose Tuning-Garage eröffnet hier so für so ein Video. Und ich würde dich gerne als Tuning, also dass du quasi hier ein kostenloses Tuning dir abholst. Oha, ja, das gerne. Doch, kostenlos bin ich immer dabei. Ja, das ist voll geil. Also ich send dir mal die Location und ich hol dich oben ab, ja? Okay. Okay, bis gleich. Tschüss. Oh mein Gott, Leute. Max, war natürlich klar, dass er sich darüber freut. Ich werde ihn jetzt da oben abholen und dann werden wir genau das gleiche bei Max machen. Ich bin echt gespannt, wie er drauf reagiert. Oh, da hinten kommt... Oh, Leute, der kommt... Nein, der kommt sogar mit seinem übelsten Lamborghini Urus. Ach, du grüne Leute. Yo, Stadi. Yo, Max, ich steig da mal ein, so, ne? Ja, alles klar. Komm da auch mal mit rein, weil du sollst natürlich das Tuning alles sehen. Ist natürlich cool, wenn du dabei bist und so. Weißt du, wenn deine Zuschauer liken und abonnieren, wäre auch geil. Ich sag mal so, was stellst du dir denn so für ein Tuning vor? Also ich sag's mal so, ich habe den Urus ja jetzt hier relativ neu erst. Und neu hast du den? Wie teuer war der denn gewesen? Boah, der war schon echt teuer gewesen, Bro. Okay. Also vielleicht kannst du ja was Cooles machen, so ein bisschen Breitbau und Spurverbreiterung, Sound ja, und so. Okay. Weißt du, richtig krass, Mann. Aber auf jeden Fall, die Farbe blau soll bleiben. Ja, Bro, Max, setz dich einfach mal hier hin. Die Farbe... Ist das hier nicht deine illegale Tuning-Garage? Ja, ich hab die aber jetzt umfunktioniert quasi zu einer öffentlichen Garage. Okay, und guck mal hier, cool. Ich werde hier vorne direkt erstmal schon anfangen zu tunen. Da hast du nämlich auch alles hier im Blick und so, weißt du? Setz dich da vorne gerne auf deinen Stuhl und alles drum und dran, Max. Aha. Und ja, also gucken, blau soll auf jeden Fall bleiben. Ja, ist kein Problem. So, Freunde, wir werden jetzt mal gucken, ob wir hier irgendwas tunen können. Wir können das ja eh tunen, Leute, weil das Tuning, was wir eh machen, gehört uns danach hier am Ende. So, ein bisschen
bisschen Tieferlegung. So, zack. Okay, Leute, ich glaube, das reicht schon. Wir haben genug mehr Bluff gemacht hier. Max, ich muss mal das Auto kurz in eine andere Box fahren wegen die neuen Felgen, ja? Ja, ja, du machst das schon. Gut. Oh mein Gott, der arme Leute, der vertraut mich noch. Oh mein Gott, der vertraut mir so. Okay, wir werden jetzt schnell das Auto hier reinstellen. So, zack. Jetzt werde ich gleich das neue Auto holen. Leute, ihr seht jetzt hier, wir haben hier Max sein Lamborghini Urus und das ist der Turus oder Urus, keine Ahnung, wie der heißt. Das ist nämlich die Fake-Version von GTA 5 und ey, dem wird das safe auffallen, ich sag's euch so, wie es ist. So, ich werde jetzt erstmal noch schnell die Farbe einmal ändern, dass das Auto natürlich gleich aussieht. So, die Farbe wäre ja eigentlich geändert, Leute. Jetzt sieht es eigentlich genauso aus wie Max sein. Okay, oh, warte mal, ich muss die Sekundärfarbe noch ändern, aber das sieht ein bisschen bluff aus sonst. So, jetzt haben wir hier das Auto, wir müssen schnell wieder die Tür verriegeln. Und jetzt werde ich Max sein Lamborghini Urus präsentieren, Leute, in der GTA-Variante. So. So, ich fahre jetzt das Auto hier hin direkt. Max, dein Auto ist ready. Hä? Jo, oh, Bro, ich sag dir ehrlich, Tunic ist krass geworden. Das Ding hat richtig Power jetzt. Also, der ist wirklich heftig, Max. Hä? Was, hä? Stani, was ist das hier? Hä, das ist dein Lamborghini Urus, Bro. Ich hab den krass aufgetunt für dich. guter Witz. So, wo ist wirklich mein Auto? Bro, das ist dein Auto, Max. Entweder hast du... Ja, wir haben jetzt alle gelacht. Wo ist die versteckte Kamera? Hier gibt's keine versteckte Kamera, Max. Das ist das Auto, was du mir gegeben hast. Bro, das hat nicht mal mein Kennzeichen, das Ding. Du hast vielleicht dein Kennzeichen nicht gar nicht gemerkt. Bro, na klar, ich hab iCrammy's Kennzeichen. Max, du bist mit diesem Auto hierher gekommen. Das ist ein Fake-Urus, das ist ein GTA-Fake-Urus. Glaubst du, ich kenne mein Auto nicht? Okay, eine Frage. Max, du hast doch hier die ganze Zeit gesessen. Ja. Hast du irgendwo gesehen, wo ich hier mit einem Urus rumgefahren bin? Okay, Stani, du willst hier nicht pranken, du willst hier den Abzieher spielen. Okay, Abzieher? Nennst du mich? Deswegen hast du mich gerufen. Ja, okay, dann guck bitte. Ich weiß, dass du hier hinten irgendwo warst. Ich weiß, dass du hier irgendwo warst. Ja, wo war ich denn, hä? Wo war ich denn? Hä? Wo war ich denn? Ich war nirgendwo gewesen, Bro. Wo ist hier dein Lamborghini Urus? Erzähl's mir bitte. Das ist doch nicht mein Auto. Bro, hier, du kannst alles hier untersuchen. Alles hier ist nichts, Max. Hier ist nichts. Hä? Warte mal, hier geht noch eine Treppe runter. Ey, Stani, Alter, ich bin doch nicht doof. Ich weiß doch, was mein Auto ist und was nicht. Ich kann dir... Junge, Max, ich sag dir ehrlich, ich biete dir hier kostenloses Tuning an. Und du wirst so... Du hast einfach nur mein Auto... Wo ist mein Auto jetzt, Stani? Max, das ist dein Auto hier. Wo ist mein Auto? Max, bitte verlass meine Tuning-Werkstatt. Ich hab mein Urus ganz neu, was ist das? Bitte verlassen Sie meine Tuning-Werkstatt. Stani, ich fahr kein Fake-GTA-Auto. Bitte verlassen Sie meine Tuning-Werkstatt. Ich werd die Tuning-Werkstatt nicht ohne mein Urus verlassen. So. Ich weiß nicht, was du machst, irgendwelche Spielschnipps. Okay. Dann werde ich jetzt die Polizei rufen, Max. So. Du willst die Polizei in eine illegale Tuning-Werkstatt rufen? Ja, oh, Bro, das ist keine illegale Tuning-Werkstatt mehr. Das ist normale Tuning-Werkstatt. Ey, Stani, so. Ich sag dir ehrlich, das wird... Ich hab dir vertraut. Ja, ich werd jetzt die Polizei rufen. Toll, was ist das hier für ein Popelauto? Danke. Danke für das coole Auto. Ruf mich nie wieder an. Oh mein Gott, Leute, das war echt zu krass gewesen. Ich sag euch ehrlich, wir müssen wirklich das, glaube ich, später auflösen. Nicht, dass Max noch irgendwie Scheiße baut oder so und einfach komplett durchdreht. Aber ich würde mal sagen, das hat schon richtig gut funktioniert. Und ich denke mal, ey, wollen wir uns jetzt... Komm, ich rufe jetzt einfach mal den Nächsten an. Wir rufen jetzt mal Amir an. So, Leute, wir rufen jetzt mal Amir an. Der hat nämlich auch ein krasses Auto. Der fährt ja mit seinem Porsche rum. Und sein Porsche hätte ich auch gerne. Amir, hallo, Amir. Yo, was geht, Stani? Amir, komm auf jeden Fall schnell vorbei. Bei mir ist heute kostenloses Tuning. Für dich heute Premium. Dann werde ich das Red für Hunter benutzen, das neue Auto. Ich bin auf dem Weg, ich bin zu Jo, bis gleich, Amir. Danke, tschüss. So, da bist du ja schon, Amir. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen bei dem neuen Autohaus. Also nicht Autohaus, sondern Tuning-Garage. Stani Performance. Ich wollte mir nämlich jetzt ein neues Standbein aufbauen, Amir. Ja, aber wie viel muss ich denn bezahlen?
Gar nichts, Amir. Alles kostenlos. Komm, steig in dein Auto ein. Wir fahren direkt beide unten. Aber Stani, du bietest sonst nie kostenlos an. Ja, du bist aber sogar derjenige, der immer aus allem Geld rausziehen will, Digga. Ja, aber das ist heute hier Eröffnung. Neue Eröffnung, dass du vielleicht im Video ein bisschen Werbung machst für mein Autohaus hier, also für meine Tuning-Werkstatt, weißt du? Dass ganz viele Leute hier... Ey, Stani. Ja? Wer, du sabotierst mein Auto, weil du keine Chance im Hand hast gegen mich. Nein, ich werde da nichts... ich werde da nichts sabotieren an der Auto. Hallo, was denkst du dir denn? Also, Bro, ich sag dir ehrlich, du bist zwar ein sehr guter Freund von mir, aber manchmal bist du auch Link. Guck mal, Ami, ich sag dir ehrlich, setz dich hier auf die Couch. Du kannst alles beobachten. Ja, alles okay. Beobachten. Ja, okay. Ist das fair? Okay. Guck mal, ich fahr jetzt hier in die, zack, in die erste Dings rein. Okay, Leute, wir müssen jetzt wieder ein bisschen bluffmäßig was machen. Ich habe keine Ahnung. Kann man hier überhaupt irgendwas tun bei der Karre? Hier, Tieferlegung, bum, bum, bum. Ja, Ami, willst du auch Neonlichter unter dein Auto haben? Weil ich sehe, da sind noch gar keine Neonlichter drin. Ja, okay, mach's orange. Mach's ja, gut, orange, dann muss ich aber da hinten fahren hier. Da muss ich hier hinten fahren. So. Zack, 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 Leute. Zack, zack, zack. Das Auto ist drinne, Leute, ein schöner 911 Porsche, glaube ich, ist das. Ich kenne mich jetzt nicht so bei Porsche aus, aber der sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Ich würde mal sagen, wir haben schon zwei krasse Autos in unserer Sammlung. Und ich würde mal sagen, Ami kriegt jetzt auch seinen Spezial-Porsche. So, wir haben jetzt für Ami hier, das ist zwar nicht, glaube ich, der komplette 911 Porsche, aber das ist so ein GTA-Modell. Das müsste der Taycan ähnlich sein, aber sieht schon ein bisschen so aus wie sein Porsche, wenn wir das mal so sehen, Leute. So im Vergleich, also... Es wirkt schon relativ nah. So, jetzt werden wir mal rausfahren. Zack, zack, zack hier. Oh, Leute, guck mal hier, das ist so ein richtig schöner Porsche. Jetzt müssen wir schnell... Ja, Max, ich bin bei ihm. Wie? Oh Gott, Leute, oh Gott. Ja, okay, ja, bis gleich. Ja, ciao. Leute, ich habe schnell die Tür zugemacht. Leute, ich glaube, Ami hat gerade mit Max telefoniert. So, Ami, was geht? Okay. Machst du mein Auto gleich weiter? Max will irgendwie vorbeikommen, der ist irgendwie voll hysterisch geworden. Ich werde euch bei dir tunen lassen. Max hat dich... Ja, Bro, Max hat gerade irgendwie einen komischen Anfall gekriegt. Ja, Ami, dein Auto ist fertig. Ja, okay, warte, ich guck's mal an. Bro, dein Auto steht doch hier vorne, Ami. Hier vorne. Bro, ich habe doch dein Auto gerade nach vorne gefahren, Ami. Bist du lost oder was? Nein, Digga. Was suchst du hier? Nee. Hey. Bist du lost? Warte mal, der Boden oder so. Bestimmt der Boden. Hä, was denn? Digga, hä? Wo ist mein Auto hin? Junge, ich hab dein Auto gerade hier vorne hingefahren. Das ist nicht mein Auto. Junge, das ist dein Auto, Amir. Bro, mein Porsche war übelst aufgetunt und so. Amir, dieses Auto hast du mir gerade zum Tuning gegeben. Das ist Elektro. Wie Elektro? Oh Gott, das ist Polizei, Leute. Das ist Elektro. Hallo, Max. Oh. Da, Polizei, das ist er. Das Wo ist mein Auto? Hey Max, wo ist dein Lambo hin, dein Urus? Ja, gute Frage, wo mein Urus ist. Abschucki hier. So, wer ist der Halter dieses Parkhauses oder Tuningwerkstatt? Wir haben wirklich die Polizei gerufen. Das ist er, der hat mein Auto verschwendet. Max, dass du mittlerweile zur Polizei gehst, das ist ja nichts Neues, Alter. So, das reicht jetzt hier erstmal. Mein Auto ist auch weg, hallo, wo ist mein Auto jetzt? Ja, Amir, lass mich raten, er wollte dir dein kostenloses Tuning anbieten, fährt in eine Tuningwerkstatt rein, in eine Garage rein und auf einmal kommt da mit einem Fake-GTA-Auto raus. So, also, Herr Polizist, ich habe jetzt erstmal eine Frage an Sie. Ist es denn prinzipiell illegal, eine Werkstatt zu haben hier in Los Santos? Die ist angemeldet. Nein, es ist nicht illegal. Ja, also, wo ist das Problem? Die Jungs, ich will mein Auto wieder haben. Ich mach Gegenanzeige gegen iCrimex und Amir. Hä? Ja! Du machst eine Gegenanzeige. Ich mach Anzeige, weil ihr Betrüger seid. Du machst eine Gegenanzeige. Ganz kurz. So, die zwei Herren, was ist passiert, bevor ihr Auto verschwunden ist? Polizist, er hat doch sein Auto. Okay, ich komm mit. Die haben... Nein, Herr Officer, kann ich kurz mit ihm reden? Die haben ihre Autos bekommen. Also ist hier reingefahren und dann wieder rausgefahren. Ja, ich check nicht, was los ist. Und wo ist das Problem? Ja, wo ist? Okay, weil er mit uns nicht unsere echten Autos. Ja, aber, er hat uns irgendwelche Betrügerautos gegeben. Also, Herr Officer, können Sie mal kurz herkommen? Was soll hier passieren, Sir? Herr Officer, kommen Sie mal bitte zu mir. Ich will Ihnen mal kurz was sagen. Und zwar, also der Herr Amir ist gerade mit diesem Fahrzeug zu mir gekommen. Bin ich nicht. Wollte kostenloses Tuning haben. Ich habe ihm das Fahrzeug getuned und jetzt sagt er, er hat ein ganz anderes Auto gehabt. Ich hatte ein anderes Auto gehabt, Mann, du verdammter Betrüger. Und deswegen, Herr Polizist, ich glaube, die wollten mich betrügen. Aber wenn Sie ein anderes Auto haben,
dann muss ich ja doch hier sein. Ja, ja, das ja, muss doch hier sein. Deswegen sag ich ja, jetzt irgendwo verschwinden lassen. Ist? Er hat bestimmt irgendeinen Knopf gedrückt. Bestimmt ist so ein doppelter Dreifachboden. Ja, Herr Officer, Sie können hier gerne alles durchsuchen. Gar kein Problem. Sie können hier gerne alles durchsuchen. Aha, der ist hier reingefahren und dann wieder weg. Aber hier Max, ist alles... So, eure Betrügereien werden jetzt aufgedeckt. Haha. Eure Betrügereien werden aufgedeckt. Ja, ich finde hier nicht sehr... Herr Officer, kann man da irgendwie auch eine Anzeige machen? Weil die stellen mich jetzt hier schlecht dar und stellen mich auch als Betrüger da und alles. Ich lasse jetzt mal Anzeige gegen Anzeige, Aussage gegen Aussage. Ich lasse es erstmal jetzt fallen. Okay, danke. Wenn es jetzt irgendwie hier öfter vorkommt, dann können wir da gerne was machen. Ja, aber wenn es öfters vorkommt, das ist hier anscheinend eine kriminelle Bande hier. Officer, er schlägt mich! Officer, Hilfe! Okay. Sie da orange. Officer, mach gar nichts, Alter! Stopp! Aua! Ja, mach! Hol doch eine Waffe raus! Just right as you! Ja. So, stillgestanden, Sie beide verlassen jetzt das Gelände hier, Privatgrundstück. Wir werden dich schon noch stoppen mit Stani. Ja, was ist denn los, Armie? Wir werden uns wiedersehen, mein Freund. Junge, ich sag euch, er droht mir mit Messer, ey, ihr seid so ehrenlos. Aber guck mal, was für Bummi-Autos wir jetzt haben. Wirklich, ich hab so ein Auto, was so viel wert ist wie Stanley seine Ehre. Tschüss, ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit euren Autos. Tschüss. Oh mein Gott, sind die ausgerastet. Aber ein YouTuber fehlt natürlich noch, und zwar Russig-Pupsig. Der hat auch immer eine richtig klasse S-Klasse. Und ich glaube, für die S-Klasse, Leute, finden wir doch auch eine gute Alternative. Aber diesmal werde ich richtig übertreiben. Russak, ich biete heute kostenloses Tuning an. Komm schnell. Was? Ja, komm schnell zu meiner Tuning-Werkstatt, Bro. Ich habe was Krasses für dich. Ich sag dir, ich mache dir das schnellste Auto in ganz Los Santos. Kostenlos? Kostenlos. Dann bin ich sofort da. Bis gleich. Bis gleich, Russak, hol dich ab. Okay, Leute, Russa kommt jetzt auch vorbei. Oh mein Gott. Wo ist denn der? Oh, da kommt er ja schon, Leute. Oh, guckt euch das an, Freunde. Russa hat auch so ein krasses Auto. Einen S63 Cabrio. Yo, Russa, steig mal aus. Hier ist meine Tuning-Werkstatt, wie du da vorne siehst, hier mit dem Bild und so. Ich mach die krassesten Autos draus. Ich hab Max irgendwie gesehen, hat was gepostet gegen dich. Max? Max hat was gepostet gegen mich? Was? Ja, irgendwie Abzocker oder sowas. Hä? Was ist wirklich kostenlos? Ja, alles kostenlos, Russa. Komm mit rein. Okay. Guck mal, wie kannst du abzocken, wenn du es kostenlos machst? Ja, das verstehe ich. Guck mal, das sind Hater, Bro. Das sind Hater. So, Max ist mittlerweile ein Hater geworden, sage ich dir leider ehrlich. So. Weißt du warum? Weil meine Werkstatt hier richtig krass läuft. Warum? Guck mal, wie soll ich die abziehen? Weißt du, was ich meine? Ja, Bro, keine Ahnung. Also, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt irgendwie was falsch tun? Ja, ich bin ja sogar so? Hier. Ich sehe es ja. Ja, deswegen. Hä? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, sag ich dir ehrlich. Also ich finde schade, dass Max so über mich redet, aber naja. Gut, Russak, setz dich gerne hier auf die blaue Couch. Mach's dir gemütlich. Ja, okay. Hast du irgendwie einen Tuning-Wunsch, einen Farbenwunsch oder irgendwie rot was? Einmal. Rot immer. Ja, rot ist eine gute Farbe. Guck mal, Russak, wir machen jetzt erstmal hier komplette Reparatur dieses Autos. Boom. Und dann machen wir jetzt auch ein komplettes Upgrade hier einmal. Boom. Guck mal hier. Scheiben schon getönt. Alles, das sieht richtig gut aus, finde ich. Gut, ich muss jetzt einmal nach hinten fahren. Kurz in die Lackierbox. So, das einmal hier. Schnell lackieren, macht die da vorne schön gemütlich. Zack. So. Okay, Leute, wir haben Russaks Auto jetzt da, aber jetzt werde ich ihn komplett. Also jetzt werde ich die alle komplett zerstören. Ich sag euch, Russak, glaube ich, wird abdrehen. Und zwar, Freunde, ich werde ihn hier so ein Bobbycar geben. So ein Polizei-Bobbycar. Da geht sogar das Blaulicht. Junge, der wird so durchdrehen. Der wird so durchdrehen, glaube ich. La 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 la. So, Russak, dein. Wie cooles Auto, Stani. Dein Auto ist hier, Russak. Das, no, Bro. Mit dem Auto, mit dem du hier gekommen bist, bin ich jetzt durch. Dein neuem. Ja, ich hol's dann aus. Bro, was redest du? Wo hast du es geparkt? Bro, ich habe hier gar nichts geparkt. Hier ist nichts. Mann, du machst eine Zaubershow. Okay, komm, ich bin ready. Was für Zaubershow? Ja, keine Ahnung, du hast mein Auto verschwinden lassen jetzt im Sinne. Russak, bitte, nimm mein Auto und verlass meine Werkstatt. So ein... Was? Jetzt fängst du mittlerweile auch so dumm an zu reden wie iCrimex und Armie. Darauf habe ich keinen Bock. Warte mal. Du hast dasselbe mit ihnen gemacht. Hä? Was rede von warte was denn? Warte mal. Ja, meine Freunde, ihr habt gehört, ihr kostet das Tuning.
Touren, ja, das. Stani hat das gemacht. Er hat mir Bobbycar aus meinem Benz gemacht. Herr Touren. Oh mein Gott, Leute. Jetzt hast du hier die Hose voll. Ich hab Touren Bescheid gesagt. Leute, bei Touren können wir keine Faxen machen. Touren, soll ich dein Auto auch kostenlos tunen? Stani, wir haben ein kleines Problem. Was für ein Problem denn, Touren? Der den du von Max abgezogen hast, war ein Geschenk von mir. Bro, Max hat doch hier einen voll coolen Toulouse. Das ist ein Schmalz von GTA, Uro. Touren, was ist los bei dir? Touren hat eine Zauberkiste oder so, du lässt die Autos verschwinden. Wartet mal, ich spüle Autos hier. Ich muss pupen. Touren, wo willst du hin? Komm mal her, Touren. Komm mal her. Wartet mal. Touren. Du wirst ein wenig wählen mal. Warte mal, ich glaube, ich muss die Tür kaputt schlagen hier. Touren, hallo. Touren, warte erstmal. Ich will erstmal mit dir reden, ja? Touren, und zwar... Touren, mach es! Nein, warte doch erstmal! Guck mal! Touren, mach es! Nein! Ich sag dir, wenn du hier die Tür kaputt machst, werde ich anzeigen wegen Sachbeschädigung. Guck mal hier, passiert doch nichts mit der Tür. Geht mal zur Seite, ich mag es lag der 1000 Sonder. Nein, Bro. Oder willst du selber aufmachen, Stani? Ich weiß nicht, von was du redest. Da ist keine Tür. Das ist einfach nur eine ganz normale Lackierbox. Slug der 1000 Sonder! Deine Autos! Leute! Ey, Stein, du Ekliger! Leute, es war nur ein Prank! Ja, Prank! Du wolltest uns Autos abziehen! Aua! Lass mich in Ruhe! Oh mein Gott! Leute! Aua! Leute, es war nur ein Prank! Lass mich in Ruhe! Wir vermöbeln den! Oh mein Gott, Leute, ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben mit meinem Prank, aber ich wollte nur ein kleines Prank-Video machen! Bleib schnell mit deinem Popikar! Oh mein Gott, schnell weg hier, Leute, schnell weg! Wir müssen auf jeden Fall raus! Wenn ihr mehr und mehr von der Fake-Garage sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo da, Freunde! Ey, und ich hoffe, die sind nicht zu sauer auf mich! Die haben ja ihre Autos wieder! Alles ist gut, Leute! Tschüss, bitte!